Humboldt was the most famous scientist in Europe. How and he became so famous is very interesting because you, it's, you have to bear in mind that he also lost that fame. So he was someone who was or Alexander von Humboldt. Alexander von Humboldt. <laughs> <laughs> Almond. En 1769, Napoléon, o, o... Hola amigos de Doble para América Latina y bienvenidos a este programa especial sobre Alexander von Humboldt. Podría sonar algo aburrido, pero tienen que saber que Humboldt sería algo como el primer mochilero que viajó a América Latina. <laughs> 250 Jahre Alexander von Humboldt. Alexander von Humboldt. Politischer Essay über die Insel Kuba. Trinidad. Sie hören ausgewählte Passagen des Essay Politique sur l'île de Cuba, Band 2, Seiten 26 bis 39. Librerie de Gitfis, Rue Saint-Marc-Fideau Nummer 20, Paris 1826. Lesung und modernisierte Übersetzung aus der französischen Erstausgabe, Mark Pusch 2020. Bei Sonnenaufgang hieß mich unser Kapitän, die Sonde auszuwerfen. Der Grund lag keine 60 Brassen tief. Auch war die Temperatur der Wasseroberfläche höher als überall sonst. Sie betrug 26,8 Grad. Sie überstieg um 4,2 Grad diejenige, die wir nahe der Klippen des Diego Perez gemessen hatten. Eine halbe Meile von der Küste betrug die Wassertemperatur noch 25,5 Grad. Zwar fanden wir keine Gelegenheit zu sondieren. Doch hatte die Tiefe ohne Zweifel abgenommen. Am 14. März enterten wir den Rio Guaurabo, einen der Häfen von Trinidad de Cuba, um unsere Praktika aus Batabano ins Trockene zu bringen, die uns durch die Untiefen der Jardinillos getragen hatte und dabei mehrfach gestrandet war. Wir hofften desgleichen in diesem Hafen ein Postschiff, Correo Maritimo, zu finden. Mit dem wir nach Cartagena segeln konnten. Ich landete gegen Abend und baute am Ufer sogleich das Inklinatorium von Borda und den künstlichen Horizont auf, um die Wanderung einiger Sterne durch den Meridian zu beobachten. Doch kaum waren wir mit den Vorbereitungen beschäftigt, da luden uns auch schon einige katalanische Krämer, Pulperos, die an bord eines gerade angekommenen ausländischen schiffes zu abend gegessen hatten mit viel fröhlichkeit ein sie in die stadt zu begleiten diese braven leute ließen uns zu zweit auf einem pferd aufsitzen und da die hitze sehr groß war zögerten wir nicht ein solch argloses angebot anzunehmen von der mündung des rio guarabo nach trinidad sind es etwa vier Meilen in nordöstlicher Richtung. Der Weg verläuft durch eine Ebene, die lange von Wasser bedeckt und so eingeebnet worden zu sein scheint. Sie ist von üppiger Vegetation besiedelt, der das silbrige Blatt der Miraguama Palme, Corypha Miraguama, die wir hier zum ersten Mal bemerkten, einen besonderen Charakter verleiht. Obwohl es aus Tierra Colorada besteht, wartet dieses fruchtbare Land nur auf die Hand des Menschen, um urbar gemacht zu werden und hervorragende Ernten hervorzubringen. Nach Westen hin öffnet sich ein sehr pittoresker Blick auf die Lomas de San Juan, eine Kette von 1800 bis 2000 Fuß, 494 bis 601 Meter messenden Kalkbergen die zum Süden hin sehr zerklüftet sind. Ihre Gipfel sind nackt und trocken und bilden bald abgerundete Kuppen, bald wahrhaftige, leicht geneigte Hörner. Trotz der großen Temperaturstürze, die man während der Saison der Nortes verspürt, liegt weder auf diesen Bergen noch auf denen von Santiago jemals Schnee, nur reif und weißer Frost. Escarcia. Ich hatte ja bereits an anderer Stelle über das schwer erklärbare Fehlen von Schneefällen gesprochen. Tritt man aus dem Wald hinaus, gewahrt man eine Reihe von Hügelchen, deren südliche Abhänge von Häusern bestanden sind. Das ist die Stadt Trinidad, die im Jahr 1514 von Gouverneur Diego de Velazquez wegen der reichen Goldvorkommen, die man im kleinen Tal des Rio Arimao dieser Fluss fließt nach Osten in die Bucht von Jagua, gefunden zu haben glaubte. Die Straßen von Trinidad sind alle sehr stark geneigt. Man beklagt sich hier, wie in anderen Teilen des spanischen Amerika, über die schlechte Auswahl des Geländes bei der Gründung neuer Siedlungen durch die Conquistadores. Anmerkung Alexander von Humboldts. Hätte sich die von Velazquez gegründete Stadt nicht in der Ebene und näher an den Häfen Casilda und Guarabo befinden müssen? Einige Bewohner glauben, dass die Angst vor französischen, portugiesischen und englischen Freibeutern die Wahl eines Orts im Inland, ja am Hang der Berge, befördert habe, von wo man wie von den Höhen eines Wachturmes herab das Herannahen eines Feindes beobachten konnte. Aber mir scheint es, dass diese Furcht vor der Zeit des Gouverneurs Hernando de Soto noch nicht existierte, denn Havanna wurde erst 1539 von französischen Korsaren geplündert. Am Waldrand befindet sich mit der Kirche Nuestra Señora de la Popa der Ort einer bekannten Wallfahrt. Diese Stelle schien sich 700 Fuß. 210 Meter hoch über dem Meer zu befinden. Man erfreut sich hier, wie in der Mehrzahl der Straßen, eines wundervollen Blicks auf den Ozean, auf die beiden Häfen Puerto Casilda und Boca Guarabo, auf einen Wald von Palmen und die Gruppe der hohen Berge von San Juan. Da ich es versäumt hatte, mein Barometer und den Rest meiner Instrumente mitzubringen, Versuchte ich am folgenden Tag die Höhe der Popa durch den Stand der Sonne über dem Meer und einen künstlichen Horizont zu bestimmen. Wir wurden mit der vortrefflichsten Freundlichkeit von Herrn Muñoz, dem Administrator der Real Hacienda, der einst Villa, heute Ciudad genannten Stadt von Trinidad, empfangen. In der Nähe der Kathedrale stellte ich beinahe die ganze Nacht unter nicht gerade komfortablen Umständen Beobachtungen an, die mich den Breitengrad vermittels des Wirbels der Jungfrau, des Alpha Centauri und des Beta des Südkreuzes finden ließen. 21 Grad, 48 Strich, 20 Doppelstrich. Mein chronometrisch bestimmtes Längenmaß. Betrug 82 Grad 21 Strich 7 Doppelstrich. Ich sollte bei meiner zweiten Durchreise durch Havanna nach meiner Rückkunft aus Mexiko erfahren, dass dieses Längenmaß fast mit dem identisch war, das der Fregattenkapitän Don José del Rio, der lange an diesem Orte gelebt, errechnet hatte. Der Teniente Gobernador von Trinidad, dessen Gerichtsbarkeit sich über Villa Clara, Puerto Principe und Sancti Spiritus erstreckte, war ein Neffe des berühmten Astronomen Don Antonio Ulloa. Er bereitete uns ein großes Fest, auf dem sich auch einige der französischen Emigranten aus Saint-Domingue befanden, die ihre Intelligenz und ihr Gewerbe hierher mitgebracht hatten. Anmerkung des Übersetzers: Gemeint sind französische Plantagenbesitzer, die nach den Sklavenaufständen in der Kolonie Haiti, die infolge der französischen Revolution die Insel erschütterten, nach Kuba geflohen waren. Der Export des Zuckers aus Trinidad, einzig nach Angaben der Zollbehörden berechnet, überstieg im Jahre 1801 noch kaum 4000 Kisten. Man beklagte sich über Hemmnisse, die die allgemeine Regierung in ihrer ungerechten Vorliebe für Havanna, der Entwicklung der Landwirtschaft und des Handels im Zentrum und im Osten der Insel in den Weg stellte. Man beklagte die übermäßige Anhäufung von Reichtum, Bewohnern und Macht in der Hauptstadt, während man den Rest des Landes fast verwaist fände. Mehrere kleine, in gleichen Abständen zueinander auf der Insel verteilte Zentren seien dem gegenwärtigen System vorzuziehen, welches Luxus, Verfall der Sitten und Gelbfieber auf einem einzigen Flecke anhäuft. Solch übertriebene Anschuldigungen und Klagen von Provinzstädten gegen die Hauptstadt sind doch in allen Weltgegenden dieselben. Zweifellos hängt in der politischen wie in der physischen Organisation das Allgemeinwohl von einer teilweise einheitlich verbreiteten Lebensform ab. Aber man muss zwischen der besonderen Stellung, die aus dem natürlichen Lauf der Dinge erwächst, und derjenigen, die das Ergebnis von Regierungsmaßnahmen ist, unterscheiden. In Trinidad wird oft über die Vorteile der beiden Häfen diskutiert. Vielleicht wäre es besser, wenn der Magistrat, der über wenige Mittel verfügt, sich lediglich dem Ausbau eines einzigen Hafens widmete. Die Entfernung sowohl zum Hafen von Casilda als auch dem im Guarabo ist annähernd dieselbe. Die Transportkosten sind indes viel höher, wenn man im ersteren der beiden Häfen lädt. Die Boca del Rio Guaurabo, von einer kürzlich errichteten Artilleriebatterie bewacht, bietet einen sicheren Ankerplatz, der jedoch weniger geschützt ist als der Casilda-Hafen. Transportschiffe, die nur wenig beladen sind und diejenigen, die man entladen muss, um die Schwelle des Guaurabo zu überwinden, können den Fluss hinauffahren und sich der Stadt auf weniger als einem Meile nähern. Die Postschiffe, Correos, die vom Festlande kommend Trinidad de Cuba ansteuern, bevorzugen im Allgemeinen den Rio Guarabo, in dem sie in aller Sicherheit ankern können, ohne einen Lotsen zu benötigen. Der Casildahafen hingegen stellt einen viel geschlosseneren, weiter im Inland gelegenen Ort dar, jedoch kann man nicht in ihn hineinfahren, ohne sich wegen der Riffe der Mula Simulatas eines Lotsen zu bedienen. Die große, aus Holz gebaute und dem Handel sehr zuträgliche Mole wurde beim Entladen einiger Stücke von Artillerie gänzlich zerstört, und man war nicht sicher, ob man sie, gemäß des Projekts von Don Luis de Bassecourt mit Mauerwerk neu errichten oder die Schwelle des Guaurabo mit Hilfe einer Baggermaschine öffnen solle. Der große Nachteil des Cassilda-Hafens besteht im Mangel von Trinkwasser. Die hier angelandeten Schiffe sind gezwungen, die Landzunge zu umrunden, um es aus einer Meile Entfernung herbeizuschaffen und sich so, in Kriegszeiten der Gefahr auszusetzen, von Korsaren aufgebracht zu werden. Man versicherte uns, dass Trinidad. Rechnet man die Plantagen, die die Stadt in einem Radius von 2000 Teusen, vier Kilometern umgeben hinzu, 19.000 Einwohner zählt. Der Anbau von Zucker und Kaffee ist glücklicherweise gestiegen. Europäische Getreidesorten hingegen werden lediglich weiter nördlich in der Nähe von Via Clara angebaut. Wir verbrachten einen sehr angenehmen Abend im Hause von Don Antonio Padron, einem der reichsten Einwohner Trinidads, in dem sich die gesamte gute Gesellschaft gerade zu einer Tertulia eingefunden hatte. Zum wiederholten Male waren wir von der Heiterkeit und der geistigen Lebendigkeit, die die kubanischen Frauen sowohl in der Provinz als auch in der Hauptstadt auszeichnet, tief beeindruckt. Der glücklichen Gabe der Natur, die bereits in ihrer ursprünglichen Einfachheit reizvoll ist, wird dank des Raffinements der europäischen Zivilisation die Gabe des Geistes hinzugesellt. Wir verließen Trinidad in der Nacht des 15. März und unser Auszug aus der Stadt erinnerte kaum an unseren Einzug, den wir mit den katalanischen Händlern zu Pferde unternommen hatten. Der Magistrat ließ uns in einem schönen Wagen mit karmesinrotem Damast zur Mündung des Rio Guarabo geleiten. Und um die Verlegenheit, die wir empfanden, noch zu steigern, feierte ein trotz der Hitze dieser Breiten ganz in Samt gekleideter Geistlicher, der als Ortspoet fungierte, unsere Reise an den Orinoco in einem Sonett. Auf dem Weg, der zum Hafen hinabführt, erregte uns ein einzigartiges Schauspiel, mit dem uns zwei in den Tropen verbrachte Jahre eigentlich bereits hätten vertraut machen müssen. Nirgendwo sonst hatte ich bisher eine solch immense Zahl phosphoreszierender Insekten, Cucuyo elata noctilucus, gesehen. Die Halme, die die Erde bedeckten, die Zweige und Blätter der Bäume, alles leuchtete dank dieser rötlichen und beweglichen Lichter, deren Intensität entsprechend dem Willen der jeweiligen Tiere, die sie produzieren, variiert. Man meinte, ein Teil der bestirnten Himmelskuppel sei auf die Savanne hinabgestürzt. In den Hütten der ärmsten Landbewohner halfen etwa 15 Kukuyos, in einer mit Löchern versehenen Kalebasse bei der nächtlichen Suche nach verlorenen Gegenständen. Es genügt, das Gefäß kräftig zu schütteln, um das Tier zu erregen und das Strahlen der Lichtscheiben, die sich auf jeder Seite seines Brustpanzers befinden, anzufachen. Die Leute sagen recht naiv und recht überzeugend, dass die mit Kukujus gefüllten Kalebassen wie nie verlöschende Laternen seien. In der Tat verlöschen sie nur im Falle der Krankheit oder des Todes der Insekten, die übrigens leicht mit einem kleinen Stück Zuckerrohr zu ernähren sind. Eine junge Frau erzählte uns in Trinidad de Cuba, dass sie sich während einer langen und schwierigen Wanderung über Land jede Nacht der Leuchtkraft der Cocoyos bedient habe um ihrem Kind die Brust zu geben. Und auch der Kapitän unseres Seglers wollte es aus Angst vor Korsaren nicht dulden, dass man an Bord seines Schiffes ein anderes als dieses Licht entzünde. Da die Brise auf Nordwest fixierte und es weiterhin auffrischte, wollten wir die Kaimaninseln umgehen, doch zog uns die Strömung genau dorthin. Wir segelten auf Süd, ein Viertel Südwest, und verloren bald das mit Palmen gesäumte Ufer, die Hügel, die die Stadt Trinidad bewachten, sowie die hohen Berge der Insel Kuba aus dem Blick. Der Moment, in dem man sich von einem Land entfernt und es Stück für Stück hinter dem Horizont im Meer versinken sieht, muss geradezu feierlich genannt werden. Dieser bewegende Eindruck steigerte mein Interesse für die Bedeutung dieser Insel zu einer Zeit, da sich das Kuba benachbarte Haiti zum Zentrum heftiger politischer Agitationen aufschwang und damit die umliegenden Inseln in jene blutigen Kämpfe, die dem Menschen die Wildheit seiner Rasse nur allzu deutlich vor Augen führen, zu involvieren drohte. Alle Drohungen und Befürchtungen sollten sich jedoch glücklicherweise nicht bewahrheiten. Der Sturm legte sich selbst an den Orten, die zu seinem Entstehen beigetragen hatten, und eine freie schwarze Bevölkerung, weit davon entfernt, den Frieden der benachbarten Antilleninseln zu stören, machte bedeutende Fortschritte hin zur Besänftigung der Sitten und der Einführung guter ziviler Institutionen. Die Inseln Puerto Rico, Kuba und Jamaika, wo 370.000 weiße und 885.000 farbige Menschen leben, flankieren Haiti mit seinen 900.000 schwarzen und farbigen Einwohnern, die sich durch eigenen Willen und dank des Erfolgs der Waffen befreien konnten. Die Zahl der Schwarzen die übrigens mehr der Kultivierung von Nahrungsmitteln als der von Kolonialwaren zuneigt, steigt hier nun so rapide an, dass nur das Bevölkerungswachstum der USA sie zu überflügeln vermag. Wird nun aber die Ruhe, der man sich auf den spanischen und englischen Inseln während der 26 Jahre, die der ersten Revolution in Haiti gefolgt waren, erfreut hatte, den weißen Menschen auch in Zukunft jene unselige Sicherheit einflößen, die sich verächtlich jeglicher Verbesserung des Standes der dienenden Klasse entgegenstellt? Rund um jenes Mittelmeer der Antillen, im Westen und im Süden, in Mexiko, in Guatemala und in Kolumbien arbeiten neue Gesetzgeber mit Eifer am Verbot der Sklaverei. Es bleibt zu hoffen, dass das Eintreffen unausweichlicher äußerer Umstände auch die wohlmeinenden Absichten einiger europäischer Regierungen bezüglich der zunehmenden Verbesserung der Lage der Sklaven befördern möge. Die Furcht vor der Gefahr wird ihnen Konzessionen abnötigen, die doch die ewigen Prinzipien des Rechts und der Menschlichkeit unfehlbar Einfordern müssen. Alexander von Humboldt. Politischer Essay über die Insel Kuba. Trinidad. Sie hörten ausgewählte Passagen des Essay Politique sur l'île de Cuba, Band 2, Seiten 26 bis 39. Librerie de Gitfis. Rue Saint-Marc-Fideau Nummer 20, Paris 1826. Lesung und modernisierte Übersetzung aus der französischen Erstausgabe. Mark Pusch 2020 Musik 250 Jahre Alexander von Humboldt.